Hi Leute, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu einem neuen Video von www.wasserdichter-mp3-player.com. Zurück bin ich mit dem Produkttestvideo über die Waterfi-Kopfhörer, die ihr hier schon liegen seht, zusammen mit den mitgelieferten Ohrstöpseln. Hier haben wir einmal die Kopfhörer, klar, super zu erkennen. Dann haben wir hier einmal ein paar. Eine mittlere Größe, hier die kleine Größe und da die größere, die großen Ohrstöpsel, alle mit einem Dreierflansch versehen. Original sind die hier drauf, sind diese einfachen, auch eine große Größe. Welche davon nachher im Endeffekt euch passen, das müsst ihr natürlich ausprobieren, aber ich denke, da ist für jeden was dabei. Ich selber trage ganz gerne die mittleren Cripple. Die kleinen sind für meinen Gehörgang einfach zu klein, da läuft dann trotzdem das Wasser rein und die großen, die kriege ich da kaum reingedrückt, das ist ziemlich unangenehm. Wobei man dazu sagen muss, die Dreier, die Triple-Dinger zu tragen, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte als die einfachen, denn so empfinde ich das oder so ist es bei meinem Ohr, bei meinen Ohren. A, kommt zum einen bei diesen einfachen eben auch mal Wasser zwischen Trommelfeld und Kopfhörer. Das dann natürlich wieder erst raus muss, damit ihr vernünftig hören könnt und das ist total nervig. Deswegen benutze ich auch die Triple-Dinger, wobei ich dazu sagen muss, ich habe zu Anfang total die Probleme mit den Dingern gehabt. Das war irgendwie zu Anfang erstmal so ein unangenehmes Gefühl, also ich musste mich da erstmal eine Zeit lang dran gewöhnen. Ja, jetzt mittlerweile geht's, oder schon länger, ja. Aber man braucht erstmal seine Zeit. Ja, zu den Waterfi-Kopfhörern, die, den Preis habe ich jetzt gerade gar nicht so genau im Kopf, ich glaube um die 40 Euro kosten die ungefähr. Er müsste ungefähr, ne, nagelt mich darauf nicht fest. 40 Euro ist so roundabout über den Daumen gepeilt eben. Ne? Ja, also von der Verarbeitung her sind die Waterfi wirklich top. Ne? Da kann man nichts zu sagen. Finde ich wirklich gut. Sehr seltsam, was man so eigentlich nicht kennt, ist, dass es zwei Kabel vom Chinstecker aus zwei Kabel sind. Ja, die sind also nicht erst über eine gewisse Distanz noch miteinander verbunden, so wie man das normalerweise kennt, dass hier das Kabel fest zusammen ist auf diesem Teil und dann hier eben erst locker ist. Nein, die sind wirklich komplett über die ganze Distanz bis zum Stecker, wie ihr seht, zweigeteilt. Ja, ist ein bisschen seltsam und das Kabel ist ein bisschen kurz. Für meinen Geschmack viel zu kurz, denn ja, ihr steckt die Dinger, ihr habt euer Handy in einer wasserdichten Armtasche mit einem Klinkenanschluss drinnen. Ja, ihr wollt damit schwimmen gehen und dieses Kabel, also für mich ist es viel zu kurz. Ich kann mich damit gar nicht bewegen, weil ich immer wieder die Kopfhörer rausreiße. Das ist mein Problem gewesen bei dem Waterfi. Ansonsten von der Verarbeitung her wirklich top, kann man nicht drüber meckern. Bei dem Preis würde ich es aber auch erwarten, bei 40 Euro finde ich, sollten die auch vernünftig verarbeitet sein. Ja, wasserdicht sind sie bis 3 Meter. Klanglich finde ich die Waterfi Entschuldigung. Klanglich finde ich die Waterfi sogar noch ein bisschen besser als die XC's Rider Kopfhörer. Ja, der einzige Unterschied ist eben, die XC's Rider Kopfhörer sind um einiges günstiger. Ja, das ist auch einfach der Grund, warum die Dinger auf Platz 1 sind. Da A, sie sind günstig und B, der Klang ist absolut okay. Und daher gibt es da gar nichts drüber groß zu meckern. Ja, stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Und ja, beim XC's aufgrund der beim Waterfi aufgrund der Kürze der Kabel zum Beispiel eben nicht, ja, weil der Preis dafür finde ich zu hoch ist. Naja, so kommen wir wieder zurück. Also fest im Ohr sitzen sie, wenn man die passenden Ohrstöpsel hat, dann ist alles okay. Ja, bei der Haltbarkeit, ja, kann man wieder nicht großartig viel zu sagen. Ich hatte die jetzt auch nicht oft in Benutzung, muss ich sagen. Habe sie halt ein paar Mal getestet und oder versucht zu testen, wie gesagt, was ich gemerkt habe, man kann sie, wenn man sie irgendwie, ja, wenn man irgendwie den MP3-Player in der wasserdichten Tasche unter der Schwimmbrille oder unter der Kappe festmacht, dann geht das. Ja? Aber am Arm kann man das schon mal absolut vergessen. Ja, auf jeden Fall die Haltbarkeit, wie gesagt, kann ich nicht viel zu sagen, ist vom Nutzer abhängig und von dem, was man den Kopfhörern so alles antut. Bei 40 Euro allerdings erwarte ich eine gute Haltbarkeit. Den Lieferumfang habe ich euch ja eben gezeigt. Das sind die Kopfhörer plus die vier oder die drei verschiedenen großen Triple
Ohrstöpsel und die einfachen, die drauf sind. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und damit würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Video. Ciao.